Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kochen ohne Gewürz, das wäre eine fade Sache. Der Griff zum Streuer ist darum für uns eine Selbstverständlichkeit. Früher sind Gewürze selten und so kostbar, dass man sie mit Gold aufwägen musste. Heute ist das zum Glück anders. Gewürze sind günstiger geworden, aber immer noch wertvoll. Bei Go bleibt man grossen Wert auf sorgfältig ausgewählte, erstklassige und unbehandelte Naturprodukte und überlässt bei der Beschaffung der Gewürze nichts im Zufall. Wenn immer möglich, wird darum direkt in den Herkunftsländern wie Indien, Indonesien oder Malaysia eingekauft. Wie alle Produkte von Coop werden auch die Gewürze einer umfassenden Eingangskontrolle im eigenen, modern ausgerüsteten Labor unterzogen. Neben mikrobiologischen und chemischen Tests wird dort auch geprüft, ob die Lieferungen bezüglich dem Aroma und dem Aussehen den hohen Anforderungen entsprechen und ob keine Verunreinigungen vorliegen. Zwar gibt es bei Coop eine grosse Vielfalt an Gewürzen. Fast alles, was man sich vorstellen kann, ist verfügbar. Trotzdem sind Curry, Pfeffer und Paprika bei uns die wichtigsten Gewürze. Gewürze sind auch für die gesunde Ernährung von grosser Bedeutung. Mehr dazu von der Ernährungsberaterin von Coop. Das ist richtig. 5 Gramm Kochsalz decken unseren Tagesbedarf. Käse, Fertigprodukte und auch Fleischwaren enthalten viel Kochsalz und das kann sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Unsere Gewürzpalette bietet Ihnen gute Alternativen. Bei Coop haben Sie eine umfassende Auswahl an Gewürz- und Gewürzmischungen, wie zum Beispiel Pizza- und Tomatensauce-Kräuter, die sich ideal für eine selber gemachte Pizza eignet. Die Arbeit für den Teig nehmen wir Ihnen übrigens gern ab, und zwar mit dem neuen Pizzateig mit Hefe von Coop. Pizzateig mit Hefe sind normalerweise tiefgekühlt. Wir offerieren Ihnen jetzt einen, der frisch ist. Wenn Sie also Ihre Pizza am liebsten selber machen, nehmen Sie am besten den neuen Pizzateig mit Hefe von Coop. Man kann ihn direkt aus dem Kühlschrank gut auswählen und mit seinen Lieblingszutaten nach Wunsch belegen. Sieht doch lustig aus, oder? Wenn Sie übrigens Teig vorig haben, dann können Sie den gut im Tiefkühler aufbewahren. Bis zum nächsten Mal. Im Markenfenster begegnet Sie heute einem alten Bekannten, einem Galactinas Bestburger aus biologischem Anbau. Der Galactinas Bestburger in feine Würfel schneiden, mit einer gehackten Zwiebeln und Knoblauch anbraten, mit der Tomatensauce vermischen und der Familie ein gemütliches Spaghetti-Menü servieren. Galactinas Bestburger à la carte. Beide Galactinas Bestburger, Primavera und mit Bio-Emmentaler, finden Sie in unserer Molkereiabteilung. Liegt es an der feinen Schoki, am Honig oder an den Mandeln? Toblerone hat die Antwort schon parat. Was hat Toblerone nur, was andere nicht haben? Ist es, weil sie so knackig ist? Ist es, weil sie so widerspenstig ist und es trotzdem auf der Zunge vergeht? Oder ist es, weil man jetzt jede Woche bis im März 95 einen Amerika-Flug gewinnen kann und als einmaliger Hauptpreis einen Jahresfreiflugpass von der Balair CTA für 2 Personen? Toblerone. Und im Mund gibt's rund. Rund geht es jetzt auch bei uns weiter, und zwar mit dem Rezept aus der Studioküche. Für viele Gelegenheiten passend und auch für festliche Anlässe besonders praktisch ist ein Rollschinkli im Teig. Zur Abwechslung mache ich es einmal im Nussteig. Die Schwarte von einem Rollschinkli kreuzweise einschneiden und in einer grossen Pfanne mit viel Wasser ca. 15 bis 20 Minuten kochen, anschliessend im Sud abkühlen. Aus Vollkornmehl und Halbweissmehl, Salz, Zucker und Hefe habe ich einen Teig gemacht und dann mit gehackten Baumnüssen vermischt. Den Teig gut durchknetet und während einer Stunde aufgehen. Jetzt den Teig zu einer grossen Rondelle auswallen und das Rollschinkli drin einpacken. Und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad während ca. 1,5 Stunden backen. Ein Rollschinkli von einem Kilo reicht für 4 bis 6 Personen. Und vor dem Servieren wird es mit dem Teig tranchiert. Wenn Sie es auch mal möchten probieren, finden Sie das Rezept diese Woche in allen Zeitungen, wo unsere Aktionen erscheinen. Viel Erfolg! Auf ein paar Aktionen möchten wir auch vom Studio aus hinweisen. Und zwar kostet das Rollschinkli, das im Rezept gebraucht worden ist, pro Kilo nur 14,50. Und 5 Toblerone gibt es für nur 5,75. Den Emmentaler Mild kommen Sie verpackt über für 15 Franken das Kilo. Außerdem offerieren wir Ihnen Frottierwäsche in diversen Farben besonders günstig. Das Duschtuch gibt es für 11,90. Der Go-Preisabschlag, 1 Liter Orangen-Nektar Mondial im Glas, ist nur noch 1,60. In Ihrem Coop-Restaurant können Sie diese Woche ein Poulet Piccata Mailänderart mit Risotto und Blattspinat für 8,20 Franken geniessen. Haben Sie Pläne schon gemacht für die Festtage?
Warum nicht einmal Silvester in New York verbringen, der aufregendsten Stadt der Welt, wo garantiert etwas los ist? 5 Tage vom 29. Dezember bis am 2. Januar mit Linienflügen von der Swissair oder United Airlines im Hotel nach Wahl offeriert Ihnen GoB Extra-Reisen schon ab 1180 Franken. Sich über alles weitere informieren und natürlich auch gerade buchen, können Sie jetzt bei GoB Extra-Reisen und zwar über das Telefon 157 0550. 157 0550. Läuten Sie an, Ihr Anruf wird noch bis heute Abend um 9 Uhr gern entgegengenommen. Ja, für heute haben wir es. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend und morgen viel Vergnügen beim Posten bei GoB.